mit 1400 Grad Celsius von Haus zu Haus. Das ist die frappierende Formel zur Rationalisierung der Stahlproduktion bei der Friedrich Krupp Hüttenwerke AG. Mit 10 dieser torpedoförmigen Schienengiganten fährt die Deutsche Bundesbahn monatlich 50.000 Tonnen flüssiges Roheisen von der Hochofenanlage in Rheinhausen quer durch das Ruhrgebiet zum Stahlwerk in Bochum. Aufgrund dieser produktionstechnischen Integration der 40 Kilometer voneinander entfernten Werke konnte die Erzverhüttung in Bochum eingestellt werden. Leistungsfähige Transporttechnik erweist sich einmal mehr als wirksames Mittel zur Betriebsrationalisierung mit steigendem Produktionsgewinn. Außer den Torpedowagen mit flüssigem Roheisen laufen im Zuge Thermosbehälter mit rot glühenden Stahlblöcken zur Auslastung der modernen Bochumer Breitbandwalzstraße. Mit einer Roheisenfüllung von 165 Tonnen erreicht jeder der 18-achsigen Torpedowagen ein Gesamtgewicht von 374 Tonnen. Heiße Fracht in so schweren Brocken kann man nur auf der Schiene fahren. Die Spezialisolierung der Wagen ist so perfekt, dass in einer Stunde ein Wärmeverlust von nur 5 Grad Celsius eintritt. Gewissermaßen ein Nichts bei 1400 Grad Einfülltemperatur.